Das ist eine neue Runde Wild Wings Sport Talk. Heute gemeinsam mit unserem Neuzugang Patrick Cerveny. Patrick, hallo. Hallo. Du bist seit wenigen Tagen hier in Schwenningen angekommen. Erzähl uns so ein bisschen, wie war dein Start hier? Bis jetzt super. Die Stadt gefällt mir sehr. Ich bin hier mit meiner Freundin und das war mein drittes Tag hier und wir haben schon gestern gesagt, dass das wirklich wie ein neues Zuhause ist. Es gefällt mir sehr, die Natur, alles top. So ein guter Start bisher. Ja, super. Alles klar. Dann sag uns doch mal, wie so die letzten Monate bei dir so gelaufen sind. Ich meine, du warst zu Hause in Tschechien. Was habt ihr da so gemacht? Auch natürlich jetzt aufgrund der Einschränkungen natürlich. Also wir waren nur zu Hause. Da war alles zu. Von März bis Mai, bis Ende Mai so ungefähr. Da war wirklich alles zu. Also ich war mit meiner Familie, ich habe trainiert und ja, sonst war ich nur zu Hause. Zu Hause hat auch das Eishockeyspielen angefangen oder war das woanders? Wo bist du so ins Eishockey eingestiegen, sag ich mal? Erste Schritte waren in Darmstadt. Okay. In Darmstadt, da haben wir gewohnt. Und dann erste Schritte in Tschechei war in Náchod. Da habe ich angefangen. Dann hatte das Králové und dann Pardubice. Okay, und die Torhüterposition war schon immer so deine favorisierte oder kam dir so nach und nach? Mein Vater war auch ein Torhüter. Der hat nicht so eine große Liga gespielt, aber ich wollte einfach wie er zu sein. Also habe ich das probiert und ja, jetzt bin ich auch Torhüter. Ja, hast du es weitergebracht als er? Ich denke schon. Ja. Du hast im letzten Jahr deine ersten DEL-Spiele gemacht in Bremerhaven, hast aber letzte Saison auch in der Oberliga und in der DEL2 gespielt. Kannst du uns mal sagen, was so die Unterschiede im Torhüterspiel sind in diesen drei Ligen? Also jede Liga ist ganz anders. DEL ist super, die Spieler sind, sage ich, mehr schlau, aber die Spieler spielen besser nach hinten. Okay. DEL2. Alle spielen nach vorne, jeder will hoch, jeder Spieler, denke ich, in DEL. Jeder probiert zu scoren, wie viel wie möglich. Und Oberliga, das ist auch eine Geschichte. Ich sage dritte Liga, aber für dritte Liga ist das eine super Liga, sage ich. Aber für jungen Spieler. Auch sehr offensiv, keiner spielt nach hinten. Aber ich habe da angefangen und. War auch eine gute Schule für dich jetzt, dieses alles mal gesehen zu haben, so ein Spielfeld. Ja, 100 pro. Also die Jahre vielleicht in Essen, es war super schön für mich. Ich hatte eine super Saison, ich habe eine gute Chance gekriegt. Und ja, jeder muss irgendwo anfangen. Ich habe in Oberliga angefangen, ja. Aber ja, jetzt bin ich hier. So, gutes Stichwort, du bist jetzt hier in Schwenningen für die neue Saison. Welche Ambitionen hast du für die neue Saison? Also 100% will ich mehr Spiele machen als letztes Jahr. Ich will sich zeigen, was ich wirklich kann und hier vielleicht einmal der erste Torhüter zu sein. So, dann danke ich dir schon mal für all diese Ausführungen. Ich habe jetzt noch einen kleinen Quick-Check vorbereitet, wo wir einfach so ein paar Sachen noch von dir wissen wollen. Starten möchte ich gerne mit deinem Lieblingsessen. Spaghetti Carbonara. Okay, dann machen wir weiter mit deiner Lieblingslocation. Wo ist der Place to be von Patrick Cerveny? Sage ich in Tschechien, in Pardubice, wo ich wohne, weil ich immer in 10 Monaten in Deutschland bin. Dann die 2 Monate sind für mich wie Urlaub zu Hause mit meiner Familie. Ich mag Pardubice, das ist so meine jetzt neue Heimat. Okay, gibt es irgendeinen Lieblingsgoalie? Hast du einen Vorbild auf der Position? Ja, viele Torhüter. Also in NHL muss ich sagen, fast jeder. Marc-André Fleury, Elvis Merzlikins, mit ihm war ich auf einem Torhüter-Camp in Kanada. Zum Beispiel noch Anderson aus Toronto. Ja, diese Torhüter sind für mich top. Hast du eine Freizeitbeschäftigung während der Saison, nach der Saison, die du besonders gerne magst? Gerne mit meiner Familie zu Hause in der Tschechei. Ich gehe auch nicht irgendwo Urlaub ausland, weil. Für mich ist das, dass ich im Ausland bin, also bin ich nur zu Hause mit meinen Freunden und ja, mit meiner Familie. So, zum Schluss noch die Frage nach einem Lebenstraum, den du dir noch gerne erfüllen möchtest. Gibt es da irgendwas? Nummer 1 in der DEL einmal zu sein. Das ist für mich ein
großer Traum. Patrick, dann danke ich dir für das Gespräch. Das war eine neue Ausgabe von Wild Wings Sport Talk. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Einen guten Start weiterhin hier in Schwenningen. Na gut, danke.